Herzlich willkommen zu einem neuen Video an einem wunderschönen Freitag. Und heute haben wir mal wieder ein wunderschönes Format ausgegraben, und zwar Poketraw. Dazu gab es schon mal ein Video auf meinem Kanal und bei den Teilnehmern kann ich das jetzt noch nicht so genau sagen. Bei Cheery weiß ich noch. Ja. Denn es ist ein bisschen anders heute. Heute zeichne ich nicht alleine, sondern wir haben ein bisschen gegeneinander gezeichnet, sage ich mal. Alle vier, die dabei sind. Cheery. Hallo. Creepy. Hey. Und Fräulein Freitag. Hi. Und wir haben zusammen sozusagen, also nicht zusammen, ihr habt einzeln vier Pokémon, die wir ausgesucht haben. Heute waren es mal die Starter und Pikachu. Hat jeder für sich selbst gezeichnet. Und das werdet ihr gleich sehen im zweiten Teil, sage ich mal. Und dann dürft ihr auch am Ende abstimmen, welches das jeweils beste ist von den jeweiligen gezeichneten Pokémon. Ich glaube, das klingt verwirrend genug. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Glaub nicht. Nicht? Klingt ganz gut. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ihr seht jetzt bei allen wahrscheinlich, wie die ihre Pokémon zeichnen. Ja, ne? Ja. Bis gleich. Dann bis später. Tschüss. Mal schauen, welches Pokémon uns als erstes erwartet. Also, ich wähle dich. Oh, ja, perfekt. Es ist Shiggy. Also, Shiggy. Das ist mein Kopf. Dann hat es ein Händchen. Noch ein Händchen. Ein Füßchen. Und Füßchen Nummer 2. Und natürlich noch den Schwanz. Also, das ist Shiggy. Und dann braucht es natürlich noch ganz schnell seinen Rückenpanzer. Und den Bauch hier auch. Und Augen natürlich. Ohne Augen sieht man nichts. Also, so. Zweites Auge. Das ist Shiggy. Gut, dann speichern wir das mal. Und jetzt als nächstes, ich wähle dich, Glumanda. Also erstmal den Kopf, dann den Bauch mit einem Beinchen hier und den Arm und hier dann so der Schwanz, den ich jetzt gleich mit Feuer bestücke. Dann hier das zweite Bein und hier den zweiten Arm. So, dann hat es ja natürlich so ein Bäuchchen-Ding hier so und Feuer. Und das ist auch noch rotes Feuer, so. Und noch ein bisschen Orange. So, jetzt ganz schnell noch die Augen. Ein Auge, zwei Auge und den Mund mit so kleinen Zähnchen. So. Das ist Glumanda. Und jetzt kommst du ins Spiel und ich wähle dich, Pikachu. Pikachu hat einen Kopf und einen Bauch und so. Dann hat es hier ein Ärmchen und hier ein Ärmchen und hier ein Füßchen und hier ein Füßchen und dann natürlich den Blitzschwanz. Oh, da ist der. So, Blitzschwanz und ein Ohr. Zwei Ohr. Jetzt müssen wir das noch schwarz anmalen hier. Und hier. Und ein Auge, zwei Auge. Und natürlich die roten Bäckchen nicht vergessen. Und hier den braunen Satz und die braunen Flecken. Pikachu! Scheint sehr glücklich zu sein. Also, nächstes Pokémon. Also, ich wähle dich, Bisasa. So, ein Fuß, zwei Fuß und der letzte Fuß. Und dann natürlich noch hier die Blätter. Ein Blatt und das zum Blatt und dann noch das Blümchen in der Mitte. So, und dann kommen jetzt Augen, schon so dreieckige Augen und ein Mund mit so kleinen Zähnchen.
Und dann hat er ja so rote Augen. Das heißt, wir malen die rot an. Mit so einem schwarzen Pünktchen hier. So. Und dann auch hier das Öhrchen. So. Das ist Bisasan. Bitteschön. Ja. Dann gucken wir doch mal, was die anderen gemacht haben, ne? Bis später. Und hier fangen wir mal mit meinen Bildern an. Ihr seht ein wunderschönes Bisasam, wenn ich das richtig gemacht habe und wenn ihr es richtig gemacht habt. Oh, stopp, Moment. Sehr gut. Das ging viel zu schnell. Okay, jetzt habe ich sie. Es ist schwarz. Ich hatte nicht genug Zeit, das noch auszumalen. Wo sind denn die Blätter? Alle Bilder sind schwarz. Ja, ich habe eigentlich einmal die Farbe geändert, okay? Also ich finde es zumindest ziemlich schön. Schön ja. Kurvig geworden und... Oh Gott. Okay, also Bisasam... Was hat Bisasam da auf der Nase? Das ist mein Mauszeiger. Da drüber! Das hat so komische Punkte im Gesicht. Ich habe auch danach gedacht, die hätte ich nicht zeichnen sollen. Die sehen so schlimm aus. Aber die sehen genau... Das sind die, die am akkuratesten sind von Bisasam. Okay, ich finde die Perspektive auch sehr schön. Das sieht aus, als würde es auf dem Rücken den Bauch ausstrecken. Echt? Ja, ich finde schon. Okay, ich finde, das sieht einfach umwerfend aus. Was haben wir dann noch? Das sieht wenigstens glitschig aus. Einen Straw Poll verlinken noch. Da könnte man abstimmen. In der Beschreibung ist das verlinkt. Und oh, ja. Shiggy ist als nächstes, ne? Shiggy! Shiggy, der ist mir äußerst gut gelungen. Der sieht tatsächlich ganz witzig aus. Ich hätte jetzt nicht gewusst, dass das ein Shiggy ist, aber so als irgendeine Comicfigur finde ich das schon ganz cool geworden, ja. Der sieht ein bisschen aus wie das riesige Japanomonster. Wie heißt denn das nochmal? Godzilla? Godzilla! Godzilla Shiggy! Also so von Stehen her, wie so ein Tyranno. Das ist zumindest auch ultra schön. Da könnt ihr nichts sagen. Wunderbar. Ich habe alle Mühe gegeben in 45 Sekunden. Die Zeit habe ich immer ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben, aber... das kenne ich. Sollen wir direkt weitergehen? Ja. Zu Pikachu. Nein, Grumanda. Ah, jetzt okay. Was jetzt? Okay, also sind wir bei Pikachu. Okay. Pikachu sieht sehr pervers aus. Das hat so einen richtigen pädophilen Blick. Das sieht aus wie Nemo mit dem Krüppelarm. Wollt ihr zu mir in den Candywagen? Ja, das klingt schon eher nach mir. Komm her. Ich finde, das ist das Beste von denen. Das sieht wunderschön aus. Der Arm, okay, der ist vielleicht ein bisschen wie bei den Psychos aus Borderlands, wenn ihr die kennt. Aber sonst ist er doch wunderschön. Ja, schön. Er macht mir ein bisschen Angst, aber sonst... Wenn es nur ein bisschen ist, dann ist es der Beste. Dann ist er gelungen. So, okay. Und dann Glumanda. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Also, ich muss die Geschichte dazu erzählen. Das war das erste Pokémon, was ich gemalt habe. Und ich habe die Zeit total falsch eingeschätzt. Die Zeit war schon fast um, als ich den Kopf gemalt hatte. Und ich habe noch währenddessen so ein bisschen geredet, so ein bisschen ein bisschen komisch, das zweiten Part als erstes aufzunehmen. Und dann habe ich gesehen, oh shit, nur noch 15 Sekunden. Ich muss sagen, ich finde es irgendwie süß. Es ist zwar kein. Es sieht aus wie ein Alien-Baby. Es sieht zwar aus wie der letzte Rotz, aber es sieht schon schön aus. So ist es, es nicht. Ist süß. Es ist vielleicht nicht schön, aber es ist süß. Das ist das beste Lob, was ich bis jetzt gehört habe. Bitte. Dann übernimm du doch gleich mal, Jerry. Jo, kann ich machen. Also, wie gesagt, wenn ihr die Bilder von Super Raphael am besten fandet, könnt ihr gerne für ihn abstimmen, aber ich glaube, ich kann ihn oben drauf setzen. Gehen wir doch mal in meinen Ordner rein und Bisasam in Farbe! Oh Gott! Oh mein Gott! Und mich fragst du, was das für Punkte waren, du hast die Augen. Ich weiß. Und es hat rote Augen. Das hat rote Augen. Das hat ja auch, das hat auch echt rote Augen. Ja? Ja. Ja! Ja, das hat rote Augen. Das ist mega gruselig. Ich fand das ein bisschen wie Laser, aber... Ich hab's nach der Vorlage gemalt. Natürlich. Ja. Sieht ein bisschen mehr aus wie ein Frosch, aber. Tatsache. Aber es ist nicht schlecht. Frösche sind cool. No. Okay. Vielen Dank, vielen Dank. Shiggy.
Oder Schickei. Was kommt als nächstes? Oh. Schick. Aber die Stelle. Das ist meine Zeitgeschichte. Und zwar war ich gerade am Malen. Und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich habe überhaupt keine Zeit. Dann wollte ich die Augen machen. Ich habe vorher den Panzer gemalt. Ich habe auf Pink gedrückt. Aber der hat die Farbe nicht übernommen. Ja. Und dann habe ich ein Auge gemalt. Dachte, ich kann übermalen. Ich habe bestimmt noch, also das schaffe ich noch in der Zeit. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Die Beinchen. Der kommt doch nie vorwärts. Los, Schigi. Der macht das wie im Sackhüpfen. Wop, wop, wop. Oh je. Hat dann ein bisschen viel gegessen. Der Bauch vor den Beinen auf dem Boden ist nicht so schön. Ach, so viel dazu. Okay, dann haben wir als nächstes Glumander. Ja. Ich find's okay. Ich weiß ja. Nicht. Ja, das Nase oder so. Ja. Aber Glumanda und Agumon sind auch beides Mini-Dinos, die außerdem orange sind, also... Hallo, nicht pauschalisieren. Aber Agumon, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Entschuldigung. Aber was? Agumon brennt nicht. Aber der kann doch auch Feuerbälle so spucken, ja. Oder nicht? Deswegen ja. Muss er noch lange nicht brennen. Ja, ich glaube, bei Glumanda gibt es nicht mehr viel zu sehen, deshalb gehen wir jetzt einfach mal weiter zu Pikachu. Mein bestes Bild. Es gibt so eine Folge bei den Simpsons, dass diese ganzen japanischen Sachen einen so voll epilepsieren. Ja, als sie im Fernsehen laufen. Richtig. Und es sieht einfach genauso aus, als würde das Pikachu da rauskommen. Ja, ich habe das mit extrem viel Energie gemalt. Also ich hoffe, das kommt auch rüber. Ich dachte, Elektro, ich bin mal geladen. Ich fand's tatsächlich, ich war relativ zufrieden damit, außer mit dem Schwanz. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Es sieht aus, als hättest du so einen kleinen, leichten Anfall gehabt. Aber ja, so ich hab ein bisschen gezittert dabei. War okay. Wollte eine gerade Linie eigentlich zeichnen. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Sieht ein bisschen so aus. Ja, wenn wir als nächstes. Ah, es sieht so, ein bisschen so aus, als ob es so sagt, hey Dude. So irgendwie. Ey yo, als würde das so Händen die Daumen so, zeigen. So. Ja, genau. Cool. So viel zu meinem Krüppelarm, ne? Schau dir mal deinen Arm da an. Ja, nee. Das ist was anderes. Machen wir mal weiter mit Hässlich-Zip, oder? Ja. So. Können wir gerne machen. Okay. Also ich hatte nebendran noch das Originalbild. Hoffentlich ist es nicht schlimm. Nee, ist nicht schlimm. Also es ist okay. Sehr ja schlimm. Damit man wirklich erkennt, welches ist. Genau. Bisasam als erstes, oder? Ja. Es weint. Blut. Oh, diese Augen. Oh. Mega brutal. Es weint Blut. Oh mein Gott, was ist passiert? Ich bin das richtig geflasht. Hattest nicht so viel Zeit, oder? Nicht ganz. Es ist auch ein bisschen dick. Ja, ist nur kein Trennstrich zwischen der Knospe und seinem Körper. So sieht es halt einfach eher aus wie ein Walross oder eine grüne Robbe. Oder eine Kröte. Jetzt wird's gemein. Ist auch eine Kröte, ja. Ja, meins war auch schon nur eine Kröte, also. Ja. Sollen wir dann weiter zu Glumanda? Glumanda? Was zur... Du hast ja echt viel Mühe gegeben. Was ist das Blaue? Es sollte eigentlich die Augen sein, also das Innere von den Augen, aber dann hatte ich nicht genug Zeit, noch die Farbe zu sein, dann wurde es der Mund. Warte mal, das ist der... Hä? Achso, das ist der Mund. Also du wolltest mit dem Blau erst die Augen malen, hattest dann keine Zeit mehr bis nach... ...dem Mund, oder wie war das? Okay, den Mund habe ich dann ganz schnell einfach hingekritzelt innerhalb von einer halben Sekunde. Aber ein bisschen zu tief, oder? Ein bisschen. Und die Arme sind ein bisschen zu hoch und zu breit geworden. Ich bin echt gespannt. Ich muss mir diesen Malprozess auf jeden Fall angucken. Ne? Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das entstanden ist. Ja. Aber es ist wunderbar. Also herrlich. Das ist echt ein bisschen... Also der Schwanz sieht ein bisschen aus, davon, muss ich sagen. Allerdings, der ist wirklich gut geworden. Sogar richtig detailreich noch mit dem gelben, mit dem orangenen Stück der Flamme. Und Respekt.
Aber am Mund solltest du vielleicht noch ein bisschen üben. Ja, ein bisschen. Was kommt als nächstes? Pikachu. Pikachu. Pikachu sieht auch aus wie aus einem Höllenspiel. Aber immerhin hast du die Bäckchen und den Mund und die Augen. Moment, wo ist da der Mund? Keine Ahnung. Das linke. Achso, das. Das ist auch ein. Das ist das rechte Bäckchen. Oh Mann, das sieht ja echt aus wie so ein Mund, Mann. Das wird so pfeifen, ja. Da fehlt nur so eine Note neben, die man so. Oh mein Gott. Hättest du ein bisschen mehr Zeit gehabt. Boah, wie fett die eine Hand ist. Das ist viel krasser wie der Psycho in Borderlands. Mit so einem Riesenarm und einem kleinen Arm. Das ist ein richtiger Mutanten-Pikachu. Puh, zum Glück bist du dabei, ich bin nicht der Schlechteste. Gehen wir mal zu Shigi weiter, oder wollt ihr noch irgendwas, wollt ihr es noch länger anschauen? Es ist okay, sonst kriege ich nachher noch Albträume. Das sieht aus wie so ein Gangster-Boss irgendwie. So rüber zur Seite gelehnt. So. Ja, nicht so, yeah. Was geht, tschüss, okay. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Schneemann. Ohne Schnee, ohne Mann. Oder als würde der wirklich jeden Tag einfach pumpen gehen. Ich meine, guck dir sein Bein, der macht sogar Beintraining, ja. Sein rechter Arm sieht echt trainiert aus. Und den anderen hast du wohl vergessen. Ja. Er macht nur rechts. Aber der rechte Arm ist das, was man auf der Bar sieht, wenn er sich auflehnt. Der rechte Arm ist auch. Ja, lassen wir das. Ja. Nicht immer. Ja. Auf jeden Fall sehr schön. Ich finde auch diesen einen Strich im Auge sehr hübsch. Oh, dass ich in beide Augen noch schwarz sehe für die Pupillen. Hat aber nicht zur Zeit gerecht. Du warst bestimmt mega unter Druck in deinem Video, das muss ich mir anschauen. Oh ja, ich freue mich echt schon auf die Videos. Aber ich glaube, das ist einfach der Unterschied, wenn man es schon mal gespielt hat und wenn nicht, wenn man überhaupt nicht einschätzen kann, wie das ist. Das kann sein. Ich habe das jetzt, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das spiele. Und ich kann es immer noch nicht einschätzen. Bro. Und trotzdem gewinne ich. Ja, mal abwarten, was die Zuschauer sagen. Okay, dann gehen wir mal zu Bisa Fräulein. Ja. Bisa Fräulein. Ja, das ist so eine Geschichte mit Bisa Fräulein. Ja, das ist das Falsche. Das ist Bisa Kind. Ja, das ist falsch. Ich war so nervös und ich hatte die ganze Zeit geklickt und dann kam es endlich und habe ich es gemalt und das war das Falsche. Du hättest sagen sollen, in der Wartezeit bis zum Video hat es sich entwickelt. Das konnte es gar nicht mehr abwarten. Aber jetzt ist es zu spät, jetzt wissen wir die Wahrheit. Ja. Aber es sieht mega gut aus. Wie hast du das geschafft? Das ist auch echt gut. Ist voll übertrieben. Du machst nicht mehr mit. Ja, wenn ich die falschen Pokémon auswähle, auf jeden Fall nicht. Ach ja, genau. Das ist ein guter Grund, ja. Danke. Das war ganz bestimmt ein Grund, ja. Nee, aber es sieht echt übertrieben gut aus. Verglichen mit unseren. Dankeschön. Ja. Gehen wir mal zu Klumanda weiter. Oh mein Gott, ist das süß! Holy shit. Also ich glaube, ich weiß schon, wer gewonnen hat. Ja, wenn ich das sehe. Oh, das ist einfach nur niedlich. Ja, eigentlich wollte ich noch die Augen malen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Dann habe ich einfach nur die. Ach, das war gar keine Absicht! Das sieht aus, stimmt. Als wäre das richtig fröhlich, so hey! Yo! Das sieht so cute aus. Also sollten die Augen gar nicht geschlossen sein. Nein, eigentlich sollten da noch Augen kommen, aber dann war die Zeit vorbei und dann war so, oh. Wenn ich mir vorstelle, dass das leere Augenhöhlen wären, dann sieht das echt unheimlich aus. Aber mega cool auch. Ja, auf jeden Fall. Das ist krass. Auch der, sogar dieser, der Zeit für die Farben, ey. Ja. Schrecklich. Pika Fräulein. Pika Fräulein? Endlich sind wir mal auf einer Ebene. Das ist ein richtiges Dirtface. Oh Gott, das ist ein bisschen wie Jigsaw aus Saw. Ja. Stimmt. Oh mein Gott. Das ich hatte ein bisschen Drogen genommen. Ja, ich sehe es. Das finde ich klasse. Das kann ich ganz im Prozess, um auf die Toilette zu gehen und sauber zu bleiben. No. Hat das braune Farbe überhaupt irgendwo? Ja. Da braune Streifen drauf haben schon? Das geht eigentlich so vom braunen Gelb über. Vor allem hat es sich sogar noch am Körper einen Spritzer abbekommen. Ich würde sagen, das thematisieren wir mal nicht genauer und gehen mal weiter zu Shigi. Ist besser so.
Das Bein ist ein bisschen daneben. Aber der Kopf sieht mega cool aus. Der Kopf ist cool und das Bein ist... Ist das eine Prothese oder so? Das Robo-Shiggy oder... Paralympic-Shiggy. Oh, das ist genial. Der Schwanz sieht auch gut aus. Also das sieht schon wieder, schon fast wieder über unserem Niveau. Aber wäre das eine Bein ein bisschen weiter rechts, dann wird es echt... Ja. Welches? Das, wenn das linke Bein rechts, also in der am Mitte, Körper. Also wenn es am Körper wäre, sagen wir es. Das ist aber das rechte Bein, oder nicht? Das, ja, sein rechtes Bein, ja, okay. Ja. Also der kann auf jeden Fall schneller laufen als dein Chigi. Ich habe schon vergessen, wie meins aussieht. Ich habe auch schon wieder alles vergessen. Oh Gott, ich gehe wieder weg davon. Ja, Moment, das war schon das letzte, ja. Oder? Ich glaube schon, ja. Oh, wie traurig. Oh, ja, das war wirklich traurig. Also, ich glaube, das Wort beschreibt am besten die meisten unserer Zeichnungen. Ich krieg bestimmt, ich glaube, als Thumbnail nehme ich einfach von einem Pokémon, wie jeder von uns das gemalt hat. Außer das spoilert zu viel. Ja, mal schauen. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ich mach's vielleicht spoiler-free. Das hier ist auf jeden Fall das beste Shigi. Das gewinnt für mich den Preis. Achso, das welches das von Fräulein jetzt, oder was? Nee, das andere. Das andere, okay. Von Crappy. Mach seinen Namen. Das Gangsterboss-Shigi, stimmt. Das ist aber ultra cool, ganz ehrlich. Egal, oh ja. Was du sagst. Das ist wirklich toll. Gut, also wie gesagt, wir haben, schätze ich mal, alle, wenn wir es hinbekommen haben, einen Strawpoll-Link in unserer Beschreibung. Da könnt ihr, glaube ich mal, einfach jedes Pokémon einzeln abstimmen und vielleicht nochmal das Gesamtergebnis. Mal schauen. Oder einfach nur das Gesamtergebnis. Vielleicht auch wirklich nur die Person. Mal schauen. Ja, okay. Das können wir auch machen. Nur die Person. Ja. Ich denke mal, das reicht für den Anfang bei unseren riesigen Communities. Je nachdem, wie es so ankommt, wer so mitmacht und so kann man für zukünftige Sachen sich ja nochmal was ausdenken. Genau, und ihr könnt auch gerne, wenn ihr das nochmal sehen wollt und andere oder Verbesserungsvorschläge habt, whatever, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei, wie die es gezeichnet haben. Jo, ich habe auch alles verlinkt bei mir. Ich auch. Ja. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.